So, ich bin wieder zurück. Wir werden gerade nicht beobachtet. Dann nutze ich das für mich mal aus und sammle etwas. Wir wurden beobachtet. Ach, der guckt da hinten. Guck du nur. Der kriegt mit, dass das da. Dass da weggeputzelt wird, aber er ist nicht nahe genug, um zu sehen, dass wir das sind. Aber ich fürchte, jetzt kommt er zu uns, jetzt muss man das lassen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich muss ja eh, wie gesagt, noch Sauerstoff finden. Zum Beispiel hier. Da unten hat es noch einen. Da noch einen dicken vor. Da kann ich nämlich den da anvisieren. Geht langsamer, wenn man so weit weg steht. Jetzt guckt er da hinten. Es ist nicht süß, wie verwirrt er ist. Ah, die sind so weit weg, schade. Ich glaube, der ist zu nah. Wenn da jetzt einer spawnt, der wird uns angehen. Wie viel Platz habe ich denn noch? Sternknollen kann ich rauswerfen. Sauerstoffkapsel sollte ich mal anwenden. Und wir brauchen noch etwas mehr Sauerstoff. Denn den Sauerstoff braucht man ja für das einmal noch. Eine Pflanze müssen wir noch finden. Ist das nicht eine? Treffen wir aber von hier nicht. Tja, ich hasse die Viecher wie die Pest. Man kann sie auch abernten, aber ich zerstöre sie halt immer. Da ist eine. So. Untersuch du nur, hier ist nichts mehr zu sehen. Bin ich jetzt böse. So. Wir brauchen etwas verdichteten Kohlenstoff. Das hermetische Siegel, und zwar 30. Wie viel bekommen wir raus? Mehr als 30. Hermetisches Siegel bauen. Raumschiff. Ach, ich bin im falschen. Wieso bin ich im falschen Ort? Ah. Ich dachte, ich hätte eine Platte gemacht. So, Anzug. Rein. Habe ich nicht das richtige Ferrit dabei? Doch, hier. Raumschiff. Zweite Sache, zu reparieren, Glas hier. Dann an die Wasserstoffgelee. Okay, und reines Ferrit. Dann ist das Schiff
eigentlich startbereit? Den Hyperantrieb brauchen wir nicht. Das ganze andere Zeugs brauchen wir alles nicht. Warte mal. Ich gehe das Risiko mal ein und fliege es so. Unserem schönen Frachter. Unser schöner Frachter ist ziemlich unübersichtlich. Wo ist der Eingang da? Ja, dann geh auch rein. Na? Jetzt. Weil, dann kann ich schnell ein paar Sachen aus meinem Anzug im Frachter ablegen. Ah, warte mal, das könnte mich retten, falls ich Probleme bekomme. Weil, wenn ich das Ding jetzt zerlege, dann kriege ich Bauteile und ich glaube, so mindestens 8 Plätze sollte ich frei haben, damit das klappt. Und schon ist das Gold wieder im Frachter. Warte mal, Gold, Silber und Platin sollte ich vielleicht im Exo-Anzug lassen. Oder ich steige schnell aus und mach's in die Kiste. Hier, ja, egal was ich noch hier habe, ich kann das mit allem machen. Die Sauerstoffkapseln sollte ich vielleicht auch von vornherein nicht ablegen, denn die Wasserstoff lasse ich mal hier. So, steigen wir aus. Merke, wo stehe ich? Auf der rechten Seite mittlerer Platz. Das kann ich ja alles ablegen. Moment, was ist der Ferritstaub? Okay, machen wir das. Ionenakku mit dem mal. Mache das so, diese Kleinigkeiten verkaufe ich auf der Station. Dann kann ich die Sachen ablegen, die hier wirklich gebraucht werden. Genau, Herox, so, irgendwas, was ich noch brauche auf dem Schiff, nicht hier. Tetrakobalt, ne, das muss ich erst raffinieren.
Ja, machen wir es so, genau. So. Dann zurück zum Schiff. Hier rum. Darunter. Darum. Darunter. Jetzt links halten, genau. Der Grund, warum das so wichtig ist, teilweise werden auf dem Frachter die Schiffe gespeichert von mir und ich will ja nicht das verkaufen, an dem wir die ganze Zeit gebastelt haben. Alles gut, wenn wir zur Raumstation fliegen, die ich jetzt erstmal finden muss, ist aller Wahrscheinlichkeit. Ah, da. Okay, wir müssen ein bisschen rausfliegen. Dann können wir. So, jetzt müssen nur die 12 Sekunden nichts dazwischen kommen. Ja, für einen Scan reicht das nicht. Wie gehabt, die Sachen verkaufen dich nicht am dringendsten brauchen. Verkaufen Paraffinium, das bisschen Stickstoff, das bisschen Silikatpulver, der Schimmel. Das Hirox. Ich glaube, jetzt habe ich genug Platz. Was bist du? Du bist die A-Variante. Aber können wir uns eh nicht leisten. Dann muss ich erstmal so 40 Millionen zusammenbekommen, bevor wir das wirklich können. Und dann gebe ich unsere aktuelle in Auftrag und stattdessen beanspruche eigentlich 1,5 Millionen und noch ein bisschen mehr. Und wir verschrotten dieses neu erworbene Stück. Warte mal. Wenn ich hier bin, das kann ich auch, glaube ich. Ja, genau, jetzt auch nochmal ein Handelsterminal. Kann ich auch hier verkaufen. Verkaufen eine Handvoll Zahnräder. Eine Nanokabelspule. Ein subatomarer Regler. Oh, wo kommt das Requisit her? War das in dem Schiff? Verstärkte Rohre. Oh, und wir haben eine Lagererweiterung bekommen. Genau, die wollte ich auch noch verkaufen. Das war ja das fehlgeschlagene Experiment. Ich habe eine Lagererweiterung bekommen, das ist ja genial. Wenn man Schiffe verschrottet, bekommt man ab und zu eine Lagererweiterung. Und wie ihr gesehen habt, kostet es selbst für unser kleines Schiff, das Lager zu erweitern, 6 oder 7 Millionen. Und so viel ist dann praktisch diese Lagererweiterung wert. Also heute ist unser Glückstag.
Die werde ich natürlich auf unserem Hauptschiff anwenden, nicht auf unserem Frachter. Ich überlege gerade, wenn ich mein Starterschiff jetzt hier habe und das andere gerade zerlegt habe. Kann ich mein Starterschiff hier auch zerlegen? Bringt nicht viel, aber wir können. Warnung. Frachte zerstört. Ja, warte mal. Das ist vielleicht was, was ich mir noch ansehen sollte, was an Fracht hier dran ist. Oh, so viel. Silber gehabt. Natrium habe ich hier auch noch. Jetzt wieder das Platzproblem. Ah, die beiden Module kann ich zerstören. Die sind nicht besonders gut. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Das Tritium und Starttreibstoff lasse ich mal. Warte mal. Das könnte ich noch zerlegen. Silber, wo waren die anderen 250? Es gibt keine anderen 250. Aber Natrium haben wir doppelte Menge. Machen wir hier hin. Und hier hin, ich denke, das wird schon reichen. Noch was, was doppelt ist, was zwei Plätze belegt? Nein. Aber ich kann mal schauen. Ja, genau. Davon hatte ich dort drüben noch. Ich meine, die beiden könnte man im Notfall auch noch zerlegen, aber ja. Mal, ich probiere jetzt mal. Und muss den auch noch zurück. Jetzt. Zerlegen. Dann haben wir wieder jede Menge Platz. Neue Hoffnung und alle Fracht werden zerstört. Ja. Goodbye. Ich habe mein Starterschiff im Hauptspiel noch. Und das ist ja immer das Gleiche. Da ist die emotionale Bindung jetzt nicht mehr so hoch. Okay, diese. Für die Erweiterung hier gilt genau das Gleiche. Die sind viel zu schwach, als dass sie interessant wären und bringen nicht viel Geld. Also zerlege ich sie. Den Rest wird verkauft. Welches Schiff hast du uns jetzt? Ah, das habe ich befürchtet. Den Frachter. Verkaufen. Thermalmodule. Kühlmitteltank. Ehemals nützliche Federn. Ja, und das war's dann. Aber ich glaube, das ionisierte Kobalt hier haben wir daraus gewonnen. Warte mal, die Kristallfragmente darfst du auch gerne verkaufen. Die bringen uns nichts.
Ja, dann sind wir durch. Muss ich ironischerweise doch auf die andere Seite rüber. Denn jetzt müssen wir zum Teleporter und diesmal die richtige Station anwählen, damit ich da endlich alles mal erledigen kann. Autumn Breeze. Okay, Herbstbrise. Das ist noch, als ich das ganze Paraffin verarbeitet habe. Raus, dann wieder hier ran. Jetzt mal die Sachen hier wieder zurück übertragen, die ich hier gebrauchen könnte. Gold und Platin. Okay, und dann habe ich noch Platin im anderen Schiff. Am Schiff. Nehmen wir hier das Gold. Das Platin. Hier das Platin. Das reine Ferrit müsste ganz in der Nähe sein. Oh, das war dann schon alles, was wir an Platin brauchten. Das reine Ferrit müsste man jetzt aber auch von hier irgendwo bekommen. So, ich würde sagen, jetzt ist der auch schon ziemlich einsatzbereit mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nutzbaren Plätzen. Jetzt heißt es Pyrite, Phosphor und Pugnium besorgen. Und ich gehe mal an meine Liste, wo ich alles aufgeschrieben hatte. So ich sie denn finde. Ja. Schreiben wir alles ab. Wir brauchen nur noch das Pygmäum, das Phosphor. Und das Pyrit. So, Pypneum bekomme ich, wenn ich Wächter angreife und zerstöre. Pyrit und Phosphor müssen wir jetzt suchen gehen. Auch das ist zwar machbar. Muss mir nur sagen, auf welchem Planeten ich das finden könnte. Hier im System ist Arkan 4, da hat Phosphor, aber kein Pyrit. Dann haben wir Ebenshaupt.
Nee. Ah, hier bekämen wir Emeryn. Paraffin, Kobalt, also das klingt wie zu Hause. Kupferdioxid, Salz. Ich habe mich nicht getäuscht, wir haben tatsächlich noch keinen Planeten entdeckt, auf dem wir Pyrit bekommen. Interessant. Blitzwerfer. Oh, mein Blitzwerfer taugt ja mal gar nichts. Schnell weg hier. Dürfen Sie gerne. Ich will jetzt wissen, wie viel Pugnium ich dafür bekommen habe. 18, das müssen wir also mindestens 5-mal wiederholen. So, Wächtereinheiten deaktiviert, aber sie sind natürlich noch da. Und ich muss ja auch für einige Missionen, für einige Nebenmissionen. Gegenschlag, planetare Wächter eliminieren. Davon habe ich drei. Vier. Fünf, sechs Missionen. Und eine will mehr als die andere. Die will 5. Ich glaube, wir haben eine, die mindestens 8 will. Protokoll bitte. Die Wächter sind noch am Untersuchen. Könntest du das mal wegmachen? Das ist jetzt eher großartig. Ne, auch nur 5? Haben. Acht, genau. Hier haben wir 8. So. Die Wächtersituation mal an. Sind sie zu zweit? Nicht dumm, die Leute? Und das sind, glaube ich, auch die besseren Wächter, oder? Es gibt nämlich diese Variante noch in gepanzert. Aber das scheint mir die normale zu sein. Ich meine, was ich mir auch überlegt hatte. Rein. Schade. Ich mache es mal noch keinen Treibstoff rein. Ist dran und kurz vor Ende. Die Energie ausgegangen. So, jetzt pass mal auf. Ich kann mir die 250 hier gleich rausnehmen. Kann ich noch mal eine Runde machen.
Wo hatte ich Energie drin? Ah, in dem. Dem, logischerweise. Paraffin, Paraffinium. Hier. Dann mach mal. Du bist wieder allein? Wo ist der andere? Da hinten. Ist der weit genug weg? Huch. Impuls. Blitzwerfer. Ah, war das vielleicht das Problem? Renn nicht so weg. Ja, es sind doch die Verstärkten. Ist die hingerollt? Ja. So. Mal nicht zu weit weg von meinem Eingang. Nachhören. So. Okay, viel mehr hat er auch nicht gebracht. Ich hatte gehofft, hat sogar weniger gebracht, weil 35 und 16 war das erste. Ne, 80. Hm, egal. Hast du wieder Verstärkung bekommen? Nicht. Das ist ja aber Pech. So, Verstärkung trifft ein in ein paar Sekunden. Unterdrückungsstufe 2. Also von denen sollte ich mich dann tun, nichts fernhalten. Das müssten jetzt die Kampfhunde sein. So, die Wächter sind deaktiviert, beobachten aber natürlich noch. Ah ne. Noch eine relativ normale Drohne. Kriege ich die 8 noch zusammen, ohne dass ich ja. ohne dass ich allzu große Probleme bekomme? Ich wollte nicht meine eigene Raffinerie abschießen. So, du bist jetzt gerade etwas weiter weg. Aber du kommst sicher gleich zu mir. Ich muss mal kurz hier den verdichteten Kohlenstoff holen. Nicht? Hey, renn nicht weg, ich brauch dich hier. Man die einmal hier dann
Entfernung treffe ich ja kaum. Okay, das hat geklappt. So, dann hole ich mir den zweiten auch noch. Einmal neu laden vorher. Hallo? Frisch geladen. So, Verstärkung trifft gleich ein. Interessiert mich nicht weiter. Wir haben jetzt 89 Pygmäum, 100 brauchen wir. Also eine Drohne müssten wir noch umbringen, dann haben wir es. Und von der... Da fehlen uns noch welche. Nee, hatte ich hier noch nicht. Hier aber. 5 von 8, also 2, wir müssen noch 3 umbringen. Das schadet nicht, ein bisschen mehr Pygmäon zu haben, als wir brauchen. Habe ich schon nachgeladen? Ich habe schon nachgeladen, oder? Nicht? Okay. So, ich werde sie diesmal gleich umbringen. Am besten beide. Ey, ich sehe nichts, wenn du so machst. So, zwei weitere. Da kommt sie. Da kommt die zweite. Das sind normale Drohnen. Ich kann schon mal das Raumschiff reparieren, während wir warten. So, Pygmäon. 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 Ah, das war schon. Ich dachte, es bräuchte noch was Pygmäon. Jetzt wirklich nur noch Pyrit und Pyrit-Phosphor und Pyrit-Phosphor. Jeweils 250. Dann ist die Sache erledigt. Aber wir brauchen noch einen für die Mission. Dreiste Begegnung, Gegenschlag. Seltsame Geschmäcker. Hier, Wächter zerstören. Diese hier. Genau, einen noch. Na. Nicht weg, ich brauch dich hier. So, und das brauche ich auch. Danke. So, untersuch du mal schön. So, dann ist die auch erledigt. Und wir haben das Pygmäon.
Hier fehlt es an Saft. Wieder mal für die letzten paar. Weißt du was, du machst daraus auch noch reines Ferrit. Das braucht man nämlich auch jede Menge. So, Suche abgebrochen. Meine Gesundheit ist auch wieder hergestellt. Dann schaue ich mal, was ich hier ablegen kann. Jede Menge Ferritstaub. Silber werde ich jetzt aktuell hier auch nicht brauchen. Navigationsdaten. Hier ist ja das Kobalt, wird nicht gebraucht. Natrium und verdichtete Kohlenstoffe immer gebraucht. Die Lagererweiterung kommt in mein anderes Schiff. Ja. Ich brauche ich dann aktuell auch nicht mehr. Wie sieht deine Starttriebstoff aus? Starttreibstoff, nicht Triebstoff. Ich lege mal sicherheitshalber hier eine mit rein. Machen wir mal voll. Damit ich den noch jederzeit wieder rufen kann. So. Hier ist drin Ferritstaub. Hier ist drin nichts. Hier ist drin reines Ferrit. Sonst ist alles da. Ja, jetzt kommen wir denn auch bald. Ne, was heißt bald? Wir können ihn jetzt schon in seiner. Muss das nicht darunter? Ja, muss es. Die Treibstoffzelle hier, Pyrit, Phosphor. Pyrit und Phosphor sind fast immer auf demselben Planeten. Oh, okay. Die Wasserstoff werde ich jetzt jede Menge brauchen, wo wir auch noch eine Flotte unterhalten müssen. Finde ich jetzt gar nicht lustig. Okay, auch zur anderen Basis. Das wäre Rauna Nesas. Schon wieder vieles, vieles Kupfer. Naja, 500. Tab gedrückt halten. Dann gib mir das auch mal. Ja, verarbeiten wir das gleich. Noch mehr? 100. Naja, die 100, die wir vorhin bekommen haben. Ich muss erst das rausholen, damit ich das reintun kann. Kupfer. Start. So, und jetzt gilt es wieder, verdichteten Kohlenstoff zu besorgen. Das aber mache ich in für mich nächsten Folge und mache jetzt erstmal wieder Schluss für mich. Ich speichere hier. Hast du es auch gespeichert? Ja,
Jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und dann bis bald.